Also, der allererste Reaction-Wunsch jemals. Hi-Fi Rush und AAA Gaming von Alte 4 Games. Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, worum es geht, ehrlich gesagt. Aber es klingt irgendwie interessant. Wir ziehen es uns rein. Like aus Prinzip. Es scheint was Gutes zu sein, okay? Es hat etwas länger gedauert, aber mittlerweile habe ich endlich Hi-Fi Rush durchgespielt. Und es ist gut. Der Look, der Ton, aber allein schon die Idee, ein typisches Character-Action-Game mit einem Rhythmusspiel zu kombinieren. Ja, es sieht schöner aus, als man irgendwie erstmal denken würde. Wenn man wahrscheinlich so einen Trailer davon sieht oder irgendwie einfach so paar Artworks oder so ein Shit. Ich finde diesen Artstyle irgendwie sau cool. Das funktioniert sehr gut mit 3D irgendwie, aber das Game sieht gar nicht nach irgendwas aus, was mich interessieren würde, aber trotzdem sieht's gut aus einfach. Direkt hier. Zelda TOTK, besser. Ne. Persona-Looking erst. Ich weiß nicht, wie Persona ehrlich gesagt genau aussieht. Alles in diesem Spiel ist on-beat. Deine Idle-Animation, deine Lauf-Animation, aber auch die Aktionen der Gegner und von dir selbst. Leichte Angriffe kommen immer auf dem nächsten Beat raus, schwere Angriffe skippen einen Beat. Man weicht im Takt aus und Gegner greifen im Takt an, wodurch man immer weiß, wann deren Angriffe rauskommen und wann man parieren muss. Und die ganze Welt macht dabei mit. Das ist cool, das ist echt was Eigenes. Das sieht echt nach was sehr Eigenem aus. Aber eben auch Spiele mit einer coolen, sehr schnell erklärten Idee, einem markanten Stil. Ein Spiel, was vielleicht nicht jeden ansprechen wird, aber die sich davon angesprochen fühlen, auch so richtig angesprochen werden. Ja, das meine ich ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also allein der Artstyle sieht fucking cool aus. Also es sieht viel zu smooth aus. Es sieht wie so eine Animationsserie, aber einfach, dass du halt mitspielen kannst irgendwie. Und das von einem großen Publisher, von einem großen Entwickler, für nur 30 Euro. Ja, EA. Es ist witzig, dass wir das vor kurzem auf das Jules-Video reagiert haben, wo übertrieben über EA gerantet wurde. Und generell halt auch andere große Videospiel-Producer wie Blizzard oder was war's noch? Was war's denn noch? Nochmal. Ubisoft auch, ne? Dann gibt es sowas. 30 Euro ohne wahrscheinlich Ingame-Käufe oder so ein Scheiß oder ohne Lootboxen und irgendein Piss oder irgendwas, was nachgepatcht werden muss, 2 Jahre nach Release. Oh. Hi-Fi Rush erinnert mich daran, dass große Publisher wieder viel mehr Mid-Size-Spiele und nicht Mid-Quality-Spiele rausbringen sollten. Weil, meine Güte, hat sich das mal wieder erfrischend angefühlt. Ein Kritikpunkt, der schlägt aber mit einer E-Gitarre. Nice one. Den ich nun schon mehrfach gelesen habe, ist, dass das Spiel zu kurz sei. Und, keine Ahnung, was die meinen. Ich brauchte für meinen Playthrough knapp 10 Stunden und fand es ehrlich gesagt sogar ein bisschen zu lang fürs eigene Wohl. Aber selbst wenn ich ein paar Stunden schneller gewesen wäre. Boah, ist so schwer zu sagen, ne? Wie lange braucht man für ein Spiel? Also das Ding ist halt, wenn man so ein TOTK jetzt geboten bekommt. Deswegen finde ich es auch komplett gerechtfertigt, dass TOTK 70 Euro, oder? Überraschungsmechanik. Entschuldigung, es sind keine Lootboxen, es sind Überraschungsmechaniken. Das ist Überraschungskommunismus und jetzt alle auf den Boden. Nee, deswegen, ich finde es voll in Ordnung, dass TOTK so 70 Euro, die könnten auch 80, ich habe auch schon gesagt, die könnten 150 Euro für das Spiel verlangen, weil da hängst du halt so lang dran. Also allein nur die Story zu spielen, ohne jetzt groß auf Details zu achten, wenn man es mit BOTW vergleicht, selbst da brauchst du so ultra lang für einfach. Und dann mal ganz abgesehen von den 100%, was du noch so, also nicht mal nur 100%, ganz akribisch, sondern auch, was du einfach noch zu entdecken hast, abseits der Story, das ist halt so insane. Deswegen, die ganze Zeit TOTK besser, Junge, halt die Schnauze. Deswegen, das ist halt auch was anderes. Also, ich weiß auch nicht, 10 Stunden ist schon nicht wenig. Gewesen wäre, hätte das völlig ausgereicht. Zumal es noch genug Stuff zum Tun und zum Perfektionieren gibt, sobald man erstmal durch ist. Einfach das Spiel weiter zu strecken, nur um es zu strecken, hätte nichts hinzugefügt, außer dass diese Zahlen. Das ist auch der Punkt, ne? Das ist auch der Punkt. Ich kann mir bei so einem Spiel nicht richtig vorstellen, dass man das strecken sollte. Also, weil da, ich glaube, das wird einfach zu eintönig nach der Zeit, weil so ein Rätsel-Action-Adventure, irgendwie sowas wie BOTW oder halt, keine Ahnung, so was ganz anderes. Ist es jetzt ein AAA-Titel? Eigentlich nicht, ne? Gilt das als AAA-Titel? So, ist das so? Ich weiß, ich kann mich ehrlich gesagt nicht damit aus, was die klare Definition davon ist, so. Aber bei so einem riesigen Titel, so ein Nintendo-Ableger, das ist also so, gerade jetzt mal so ein BOTW oder TOTK halt eben, ich rede voll um den heißen Brei rum, da ist es, glaube ich, einfach abwechslungsreicher, weil ich glaube, wenn es hier die ganze Zeit so ein, wie heißt das, wie heißt dieses Genre halt im Prinzip, aber du spielst alles auf den Rhythmus und du machst halt so Moves und Ausweichen und zack, 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 so Action, das, glaube ich, zieht sich einfach, wenn du es über 10 Stunden machen würdest. Und sowas wie TOTK ist ja was ganz anderes, das kann man nicht direkt vergleichen und kann nicht per se sagen, 10 Stunden Spielmaterial ist viel oder wenig, würde ich sagen, oder? Also, weiß nicht ganz. Noch mal ein wenig höher wäre. Seit einigen Jahren kursiert aber so ein semi-populäres Meme herum, bei dem Leute für jeden ausgegebenen Euro oder Dollar eine Stunde Spielzeit verlangen, während alles andere zweitrangig zu sein scheint. Und ich weiß gar nicht, woher dieses Denken. Ja, aber ich jetzt überlege, bei TOTK kommt es hin wahrscheinlich, ne? Wir hoffen einfach mal drauf. BOTW hat 60 noch gekostet, ne? Und da war, also, ich habe schon gemeint, also BOTW hätte ohne Scheiß, hätte 200 Euro kosten können und das wäre das Geld trotzdem wert gewesen, weil ich da so viel Zeit rein investiert habe. Auch privates Zocken, ich rede jetzt nicht nur vom Content produzieren natürlich, sondern auch vom privaten Zocken einfach, ist das halt so insane gewesen, wie viel Content das geboten hat.
Ja, aber ich finde 30 Euro hierfür voll angemessen. Also wirkt jetzt gerade einfach so. Wenn man da 10 Stunden mit verbringen kann und das einfach ein in sich fertiges, gutes Spiel ist, dann sehe ich das Problem nicht. Kommt, was dieses Denken überhaupt erst ermöglicht hat, aber Mann, muss das grausig sein, so auf Videospiele zu blicken. Ich habe erst vor ein paar Tagen dieses Bild hier gemacht und, dieser Steam-Sound. Ja, unironisch dies. Wir kommen übrigens beim Grünvogel-Arc von Alter 4 Games, I guess. Ich habe tatsächlich mehr als nur so ein bisschen die Schnauze voll von der Art AAA-Spielen, die mir unendlich viel Content zum dran abarbeiten geben, während ich die ersten paar Spielstunden schon aggressiv uninteressant finde. Immer größere Open Worlds, aggressiv uninteressant. Aktivitäten, für die dann aber keine Zeit mehr blieb, sie gut zu machen. 7 verschiedene Skilltrees, Equipment Screens, lila Rüstung für 0,3% mehr Abwehr gegenüber Blitzschaden und RPG-Elementen in jedem einzelnen Genre, außer in Mainstream-RPGs, weil das ja jemanden abschrecken könnte. Nie, weil das Spiel dadurch besser werden könnte, sondern nur, weil Numbers go up, weil Progress, Progress, Progress. Dazu immer mehr Service-Spiele mit 10-Jahres-Plänen, die dann aber nicht mal ihr erstes überleben, weil sie nie für den Spieler und nur für den Auftraggeber gemacht wurden. Es fühlt sich an wie Spiele, die vom Algorithmus generiert werden. Weniger wie ein Werk und mehr wie Content. Und dann... Es wirkt sich, das hat gerade einen sehr ähnlichen Vibe wie die Kritik an der Nintendo-Szene. Kommt es euch auch so vor? Kommt euch auch so vor, oder? Von wegen, dass auch die Spiele nur für Zahlen gemacht werden und gar nicht mehr für Menschen eigentlich, die dahinter, also dass es alles so generisch einfach wirkt. ist irgendwas dran, glaube ich. Terra genervt. Gut, dass ihr das schon etabliert. Wir sagen nicht mehr Giga oder Mega, wir sagen nur noch Terra, okay? Das ist Terra-Scheiße. Dann muss es auch noch immer mehr und immer größer werden. Ubisoft hatte vor kurzem über ihre neue Tech geredet, mit der die ersten Drafts von NPC-Dialogen nun von der AI geschrieben werden können. Ubisoft macht das öffentlich, dass sie das dafür benutzen. Wie faul willst du sein? Warum? Weißt du? Und dann, sorry, dass ich die ganze Zeit den Vergleich zu BOTW ziehe, aber wir haben auch letztens Jahr auf das Dings-Video reagiert, auf das weitere Fakten zu BOTW-Video, mal wieder. Der 100.000. Part circa. Und dann gibt's da sowas, dass einfach verschiedene Dialoge stattfinden, wenn es im Ornidorf regnet, du aber die Quest noch nicht abgeschlossen hast und gerade die Bedingungen sind, es muss tagsüber sein, dann redest du mit Theba und dann gibt er dir den eigenen Dialog aus. Meanwhile, Ubisoft, yo, wir machen das jetzt mit AI, wir haben keinen Bock mehr, die Dialoge selbst zu schreiben. Junge, wirklich jetzt mal? Was soll das? Das ist doch richtig scheiße einfach. Unsere Dialoge sind so unwichtig, die müssen nicht mal geschrieben werden, ist schon ein sehr Ubisoft-esker Take. Meine Frage ist dann aber, wieso dann überhaupt noch Dialoge haben? Also außer, dass das Spiel dahinter dann länger ist, weil darum geht's ja offensichtlich. Das ist halt true, ja. Stattdessen könnte man ja auch einfach mal ein Spiel machen, bei dem man weiß, was es sein möchte, man weiß, was es aussagen möchte, noch so eine Ubisoft-Unsitte, und es dann auch so umsetzen. Eventuell sogar mit Autoren, die daran arbeiten wollen. In den letzten Monaten habe ich sehr viel PS1 und PS2-Ära-Spiele gespielt und... Wer liest bitte Dialoge? Ja, wenn's nur dafür gemacht ist, um das Spiel zu strecken, dann halt nicht, ne? Ich glaube, für Animal Crossing wäre eine AI, um Dialoge zu generieren, sehr praktisch gewesen. Weil Animal Crossing hatte sehr, sehr viele Dialoge. Ich habe echt das Gefühl, bei Animal Crossing sind 50% der Produktionszeit nur in die Dialoge geflossen. Nee, aber das ist, also was soll das denn bitte? Also das, wie voll kann man sein, dass man selbst darauf keinen Bock mehr hat? So, das ist irgendwie schon ein bisschen weird, weiß nicht. Ein Spiel haben, was pure Mechaniken und quasi null Fett hat, statt alles machen zu wollen, hat was. Durch mein GoldenEye-Video habe ich trotz der schwachen Ports wieder mal gemerkt, wie spaßig dieses alte Spiel heute immer noch ist. Und nachdem letztens eine große Diskussion losgetreten wurde, weil Magazine meinten, das Original Resident Evil 4 sei schlecht gealtert und fast unspielbar, habe ich es selbst zum allerersten Mal durchgespielt und ich hab's geliebt, weil es so tight designed ist mit einem phänomenalen Pacing. Ist es nicht lustig, wie wir alten Spielen gegenüber negativ eingestellt sind und den Fakt, es weicht von der aktuellen Norm ab, sofort als Kritikpunkt sehen? Und dann sind die beliebtesten Spiele im Jahr 2023 bisher altes Spiel Remake, altes Spiel Remake, altes Spiel Remaster und Hi-Fi Rush, was ich laut Interviews bewusst an GameCube und PS2-Spielen orientieren wollte. Die beliebtesten. Leider nicht die, die am meisten Profit eingespielt haben, ne? Das ist ja die Scheiße. Weil das sind weiterhin die fucking EA, das sind fucking FIFA und so eine Scheiße. Was halt eine Frechheit ist, aber ja gut, wenn die Leute es halt kaufen, gut. Alle sind zwar nicht zufrieden damit und jeder sagt, ja, es ist jedes das Gleiche. Die Leute kaufen es trotzdem, gut. Dann kannst du auch noch so einen Hi-Fi Rush machen oder irgendwelche anderen kreativen, schönen neuen Spiele, die ja super Kritiken bekommen. Aber wenn es am Ende niemand spielen will und es nicht profitabel ist, oder nicht so profitabel wie halt, was weiß ich, so eine Massenproduktionsscheiße, ist halt ärgerlich, ne? Dabei war das garantiert nicht mal ein sonderlich günstiges Spiel. Dafür steckt einfach zu viel Arbeit und zu viel Feinschliff in so ziemlich jedem noch so kleinen Teil des Spiels. Ein Blick in die echt langen Credits reicht und man merkt wieder, Mensch, Credits von Videospielen sind ja echt lang. Das Spiel hat natürlich... Nee, wer guckt sich die Credits von Videospielen an oder wer achtet auf irgendwas?
üblich einige Millionen Dollar und mehrere Jahre in Entwicklung gekostet. Aber eben nicht einige 10 oder 100 Millionen und nicht 6 Jahre. Aber ja, Budgets werden immer größer, Entwicklungszeiten immer länger und die Teams dahinter wachsen ebenfalls. Ein fast unaufhaltsamer Prozess, um beim aktuellen Standard noch irgendwie hinterherzukommen. Ihr habt ja garantiert auch gemerkt, wie selbst Spielereien, die sonst nie Probleme mit Pünktlichkeit hatten, immer häufiger unfertig erscheinen mit Spielmodi oder anderen Inhalten, die erst Monate später nachgereicht werden. Das tun die nicht, weil die faul sind, sondern um Spiele überhaupt irgendwie noch raushauen zu können. Jason Schreier hatte mal nicht vor allzu langer Zeit darüber getwittert, dass, wenn ein großes Studio jetzt bestimmen würde, an einem neuen Spiel zu arbeiten, es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erst auf der nächsten Konsolengeneration rauskommen würde. Also der PS6. Junge, PS6 einfach. Wir haben die PS5 gekriegt, wann? 2020, glaube ich? 21 sogar erst? Digga. Und ich meine, wir sehen ja, wie absurd lang Leute nun schon auf das nächste GTA oder das nächste Elder Scrolls warten müssen. Damals schaffte man noch 3 Mainline-GTAs plus mehrere Handheld-Spin-Offs in einer einzigen Konsolengeneration. Jetzt hängt man schon seit 3 Konsolen am selben PS3-GTA fest. Und mit dem Backlash gegen diese Tatsache... Ja, das ist krass, das ist echt krass. Habe ich mir nie so genau Gedanken drüber gemacht, aber... Ich habe immer den Vergleich gezogen. Da merkt man einfach, wie wenig ich mich mit Gaming auskenne, weil ich immer das Zelda-Beispiel ziehen muss einfach. Ich fand es aber auch krass, guck mal, für TOTK haben die jetzt 6 Jahre gebraucht. Über 6 Jahre, ja? BOTW kam im März raus, 2017, und jetzt im Mai 2023 kommt der Nachfolger raus. Auf der gleichen Engine, mit der gleichen Overworld, wo viel übernommen wurde, muss man sagen. 6 Jahre später. Das heißt, wie gesagt, das Game wird fucking riesig werden wahrscheinlich, das ist schon klar. Aber überlegt mal, Ocarina of Time kam 1996 raus und 1998, 2 Jahre später, kam Majora's Mask raus. Ja, auch gleiche Engine benutzt, aber andere Overworld, super viel abgeändert. 2 Jahre später! Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. So, und jetzt, ne? 6 Jahre. Und die haben sogar die gleiche Map verwendet. So, das ist ein Unterschied. Als ob die sofort angefangen haben. Bro, was soll das denn sonst machen? Was sollen die Mitarbeiter vom Zelda-Team denn bitte sonst machen? Glaubst du, die machen 3 Jahre Urlaub oder was? Es geht ja auch nicht darum, dass sie jeden Tag so und so viel gearbeitet haben. Will ich das gar nicht ausrechnen. Aber einfach mal der Vergleich, okay? Damals, vor 20 Jahren, war es ein Drittel der Zeit. Und jetzt brauchen die einfach 3-mal so lang. Das ist schon krass. OOT 98 und Majora's Mask 2000. Ja, dann habe ich es eben so gemeint. Also, dann habe ich mich um 2 Jahre vertan. Aber ihr seht, das ist jetzt 20 Jahre. Jetzt haben wir 20 Jahre später. Und für die gleiche Engine, für die gleiche Overworld, aber ein neues Spiel darauf zu machen, brauchen wir 6 Jahre. Und das ist fucking viel. Wenn wir jetzt auf eine neue Engine warten, für ein neues Zelda, für ein neues 3D-Zelda, vielleicht auch für eine neue Konsole, für die Switch 2 oder so eine Scheiße. 12 Jahre warten? Keine Ahnung, Digga. Ich hab Angst davor. Ich hab wirklich Angst davor. Schwierig, Alter. Es wirkt aktuell fast unmöglich, jemals wieder ein interessantes Konzept mit zeitgemäßer Präsentation zu bekommen, wenn zeitgemäß bedeutet, 5 Jahre oder länger zu brauchen, ja. Und du bloß nicht experimentieren darfst, weil jeder Flop dein Studio schließen könnte. Und trotzdem werden Spiele nur noch größer. Ja, das ist ja auch noch der Punkt. Das kenne ich sogar von mir selbst einfach. Was tatsächlich eine kleine Gefahr ist. Jetzt nicht so dramatisch, aber. Theoretisch geht es bei mir auch in eine Richtung. Inzwischen fließt in fast jedes Video ein bisschen Geld rein einfach. Früher war es einfach nur, ich muss meine eigene Zeit opfern. Und wenn halt ein Video floppt, dann floppt es halt, okay. Aber inzwischen, wenn mal ein Video floppt, wofür ich vielleicht eine Mod beauftragt habe und was mein Cutter geschnitten hat, dann kann ich damit dick Minus machen. So, natürlich alles noch im Rahmen, schon klar. Aber theoretisch kann ich mit ein paar Flops und sowas, weil es einfach mit höheren Summen gearbeitet wird auf einmal, kann ich zwar mehr gewinnen, also wenn ein Video gut läuft, kann ich auch viel mehr Geld dadurch verdienen. Aber wenn ein Video mal richtig floppt oder irgendwie ein Projekt einfach schief geht, kann ich auch richtig ins Minus gehen, weil meine Cutter müssen bezahlt werden, die Modder müssen bezahlt werden und alles. Und das ist schwierig und das ist hier genau das Gleiche eigentlich. Aber die spielen halt mit viel höheren Summen, die Studios spielen halt auch fucking viel Geld ein so. Aber wenn man ein Spiel, an dem man ein paar Jahre gesessen hat, floppt, schwierig, sehr schwierig. Damals kam ein Spiel in der Größenordnung von einem Final Fantasy, einem GTA, einem God of War mal alle paar Jahre raus und sie waren jedes Mal das Event. Dann kam gefühlt jedes Jahr ein Spiel dieser Art raus. Und mittlerweile haben wir davon sogar mehrere pro Jahr. Und trotz jedes Mal unvergleichlichen Verkaufsrekorden wird ein paar Wochen später kaum mehr darüber geredet, es sei denn, es ist das neue Red Dead oder Elden Ring oder Zelda. Schönes Spiel. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass jeder Trend automatisch ein schlechter sei und es keine Spiele mehr geben würde, die trotz großen Budgets, viel Hypes und modernen Designentscheidungen nicht noch ihr ganz eigenes Ding durchziehen würden. Sie stechen da nur sehr häufig als eine Besonderheit heraus, was heißt, dass es ganz klar noch nicht genug davon gibt. Aber auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, wie der Diskurs aussieht, wenn ein Spiel dann doch mal eine kontroverse Entscheidung trifft. Also verstehe ich, wieso man sowas vermeiden will. Wieso, was war da? Das war, fuck, wie heißt das, Alter? Ja, Joel und, wie heißt sie? Ellie, wie heißt es denn, das Spiel? Oh mein Gott, Junge. Wie heißt es denn? Last of Us, was war damit nochmal?
Also was, ich weiß, dass es irgendwie sehr kritisch aufgenommen wurde, aber warum nochmal? Na halt heraus, was heißt, dass es ganz klar noch nicht genug davon gibt. Aber auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, wie der Diskurs aussieht, wenn ein Spiel dann doch mal eine kontroverse Entscheidung trifft. Also verstehe ich, wieso man sowas vermeiden will. Die Story? Ach, keine Ahnung, Digga, ich weiß nicht. Besonders, wenn diese Spiele alle ansprechen und jedem gefallen müssen, um sich mit den Kosten, die sie haben, überhaupt noch rentieren zu können. Kann man sich mal auf einen Kaffee treffen? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Konzept irgendwann nicht mehr aufgeht und man auch nur so und so viel crunchen und outsourcen kann, bis selbst das nicht mehr aushilft. Und dann werden die Leute gefeuert, weil Profite. Yay. Mit dem Zustand, in dem manche Spiele heutzutage erscheinen, würde ich sogar sagen, wir haben diesen Punkt schon längst überschritten. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel endlich mal das Mafia 1 Remake nachgeholt und beim Rumfahren durch die Open World habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, das ist hübsch. Also, es geht besser, natürlich geht das besser, aber wir sind echt an einem Punkt angekommen, bei dem ich nicht mehr weiß, wieso es noch zwangsweise besser werden muss. Mhm. Dieses Bild fliegt seit so ein paar Jahren immer mal wieder über Social Media. Da, 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 da. Das ist true. Ich verstehe es absolut. Stellt euch einfach mal vor, wir alle empfinden, oder nicht wir alle, aber viele von euch empfinden so krasse Nostalgie bei irgendwelchen Wii-Games oder DS-Games oder N64-Games, von mir aus auch noch so, ne? GameCube, alles Mögliche. Stellt euch einfach mal vor, Nintendo würde heute mit so einer Grafik einfach so ein einfaches, so ein kleines Spiel wirklich raushauen. Also, ich meine, klein im Sinne von nicht unbedingt kürzer, dass du einfach weniger zu tun hast, weil auch da teilweise hattest du ja echt lang mit zu spielen. Aber einfach mal in der schlechten Grafik, einfach in dem alten Artstyle, das würden die niemals machen. Aber sie könnten, das wäre fucking einfach, weil die mit der Engine viel, viel schneller arbeiten können heute und die Erfahrung haben und sowas. Es würden noch voll viele feiern, oder nicht? Würden eigentlich viele feiern. Jetzt mal ehrlich, ne? Also ich meine, das Einzige, was es so gibt, sind halt diese 8-Bit-Games und sowas, die halt auf alt gemacht werden, aber trotzdem irgendwie gut aussehen so. Aber das sind irgendwie alles auch neue Ableger. Aber stellt euch einfach mal vor, wirklich das nächste 3D-Mario ist einfach nicht, sieht einfach nicht aus wie Mario Odyssey 2 oder Mario Galaxy 2900. Das nächste 3D-Mario wird einfach nicht aussehen wie ein typischer Nachfolger, wie das, was man erwartet, sondern einfach low-poly, einfach, ne, keine krasse Grafik, wo nicht so auf so grafischer Schnickschnack geachtet wird, mit einer neuen Engine und alles sieht so smooth aus und sowas, sondern einfach 64-2. Stell dich das mal einfach vor. Das wäre so viel einfacher für Nintendo, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es ankommen würde. Also, das hat sich ja bisher keine Videospielentwickler getraut, oder? Zumindest nicht mit so einer großen Reihe. Also, wie gesagt, es gibt schon noch so Entwickler, die halt 8-Bit-Scheiß und sowas machen oder halt einfach so ja, auf gewollt Retro-Style quasi. Aber das finde ich irgendwie was anderes. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie was anderes. Nee, Pokémon. Nein, ich meine nicht Pokémon. Die versuchen gut auszusehen, aber es sieht dabei scheiße aus. Und das ist eine Katastrophe. Ach, keine Ahnung. Nee, aber so, wenn es wirklich einfach alt aussieht, ich weiß nicht, das hat irgendwie, vielleicht ist es auch einfach nur die Nostalgie, die aus einem rausspricht. Keine Ahnung. Die haben zu viel Angst vor einem Flop. Ja, aber andererseits haben sie da nicht zu viel verlieren. Also haben sie da nicht zu viel zu verlieren, weil ne, Produktionszeit wäre kürzer, es wäre günstiger auf jeden Fall. So, also sehe ich jetzt nicht so die Gefahr drin. Weil wenn man halt Jahre an einem wirklichen Folgeableger, also an einem richtigen Ableger arbeitet, dann fließt da mehr Geld rein, mehr Zeit und alles. Aber so einen gefühlten 64-2 könnte Nintendo viel, viel schneller produzieren, einfach so. Ja, und einfach so die Vorstellung halt, ja? Ja, ungefähr das. Sowas ist natürlich immer leichter gesagt. Soll ich dir einen Aquana zum Geburtstag schenken? Was soll das heißen? Danke für den Sinn, Witzmann. Ja, ja. Das Einzige, wo man sich darüber aufregt, ist halt, dass wenn Remakes veröffentlicht werden, dass es dann halt einfach crap aussieht. Also die 3D All-Stars Collection sah halt einfach scheiße aus so. Ja, oder halt, dass da die falsche, was sah die überhaupt scheiße aus so? Da wurde sich gar nicht drüber beschwert eigentlich, ne? Aber was halt scheiße war dass der 64-Port beispielsweise einfach Müll war. Also halt das, ne, trinken, right? Da war halt einfach der Müll, der Scheiß, dass sie halt irgendwie die japanische Version genommen, nicht die japanische Version, sondern irgendeine andere Version genommen hatten, wo dann der BLJ nicht mehr funktioniert und so ein Mist halt irgendwie. Aber doch, bei 64 hat man sich auch über irgendwas aufgeregt, aber was denn nochmal? 64 war 4 zu 33 FPS. Ja, stimmt, das halt, genau das meine ich halt. Das hätten die halt irgendwie patchen können, weil es halt so viele gut aussehende Mods, aber mit dem alten Grafikstil, das meine ich, mir geht es nur um den Grafikstil, mir geht es nicht um die Auflösung von 240p oder so. Weil das kann man, okay, das kann man wirklich anpassen. Aber es gibt so viele Mods einfach für 64, womit 64 halt scharf gestochen aussieht, aber trotzdem diese Low-Poly-Optik hat. Und das ist geil. Das ist auch schön. Also, es ist auch echt kein Problem so. Aber auch das würde ich nicht machen, keine Ahnung. Über Social Media und, ja, ungefähr das.
Sowas ist natürlich immer leichter gesagt als getan, allein schon weil Erwartungshaltung daran, was ein neues Spiel sein soll, sich nicht sofort über Nacht verändern. Aber Mensch, wir brauchen Square Enix jetzt nicht noch mehr Ausreden geben, ihre Preise ekelhaft hochzutreiben. Digga, was? Also 80 Euro, okay. Okay, meinetwegen, aber... Kaufen Sie dieses Bündel, um 0% Rabatt auf alle zwei Artikel zu erhalten. Wow, was ein Angebot. 60 Euro waren schon relativ viel. Langsam wird's lächerlich. Und ich weiß, was einige von euch nun denken werden. Entweder, ja, dann spiel doch einfach Indie-Games. Oder aber, ja genau, deswegen spiele ich ja Indie-Games. Und, ja, die Indie-Szene kratzt tatsächlich so ein bisschen an dem, was ich suche. In den letzten Wochen habe ich wieder viel Zeit in ein paar Spiele reingesteckt, die mich mit allem, was sie versuchten, so komplett angesprochen haben. Mit einigen weiteren, die ich noch auf der Liste habe. Ein paar davon werde ich nun im Hintergrund zeigen, weil ich sonst nicht weiß, was ich zeigen soll. Gleichzeitig will ich aber auch nicht den Wert runterspielen, den das Level an Expertise und Erfahrung von AAA-Teams zaubern kann, wenn man sie denn nun mal machen lässt. Siehe eben Hi-Fi Rush. Es ist nur das Endergebnis, an dem ich häufig keinerlei Interesse habe. Siehe alles andere. Es ist super, wenn andere etwas damit anfangen können. Leute sagen, das Game sieht gut aus und schreiben das weitestgehend der Engine zu. Stimmt weitestgehend, aber der Großteil der Engine ist einfach nur die Funktionalität verantwortlich. Und Nintendo schreibt nicht ständig eine neue Engine, sondern baut auf der alten Engine einfach mehr Zeug drauf. Grafik ist unabhängig von der Engine. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht gut aus. Ach, weil ich bis jetzt gewartet habe, um so ein Statement anzubringen. Nein, ihr müsst mir nicht zwangsläufig bei allem, was ich sage, zustimmen. Und Sony-exklusive Männer, die in Third Person langsam geradeaus gehen, müssen nicht sterben, damit ich leben kann. Mein Interesse dafür könnte nur kaum geringer sein. Und Videos, in denen ich über eine Art... Welches Game ist es nochmal? Ich kenne das Spiel sogar, aber das wird auf irgendeiner Nintendo Direct gezeigt. Ich sag mir gerade was. Spiel oder allgemein über Spiele rede, die mich schon in ihrer Prämisse nicht interessieren. Neon White, ja, genau, Neon White. Ja. Ich kann nicht gerade sagen, dass das meinem Enthusiasmus diesem Medium gegenüber groß. Game of the Year 22, echt jetzt? Das war so geil. Ja, es sieht halt auch geil aus, aber es sieht nicht aus, was mir so viel Fun macht irgendwie, aber irgendwie sieht's cool aus, keine Ahnung, einfach gut. Oh ja, das sieht schlecht aus. Zeit, mich einen Monat lang oder länger mit nichts anderem mehr zu beschäftigen. Das klingt gesund. Shoutout übrigens an alle Vollzeit-Streamer, die sich darüber beschweren, wie sie das Spiel, was sie seit Jahren Tag ein, Tag aus streamen müssen, nicht leiden können. Immerhin streamt ihr keine widerwärtige Casino-Scheiße. Aber tatsächlich hatte ich vor Jahren mal eine Studie oder zumindest eine Statistik darüber gesehen, dass auf Twitch unter den größten Streamern eine immer geringere Anzahl an verschiedenen Spielen gezeigt wird. Der Pool der Spiele wird zwar immer größer und trotzdem beschränkt es sich auf eine immer kleiner werdende Auswahl an Streamtiteln. Ja. Streamst du nämlich etwas, was die Leute nicht kennen, hat das aktiv Auswirkungen auf deine Einnahmen. Also geht man lieber doch kein Risiko ein und streamt das, was gut läuft, was im Umkehrschluss dann aber auch mal das ist, was jeder andere sowieso gerade streamt. Kram, den eh kaum einer... Ist irgendwie messed up einfach. ...kennt, geht dadurch nur noch weiter unter. Und ich würde das gerne den Streamern vorwerfen, aber es sind ja auch so ein bisschen die Zuschauer, die das überhaupt erst ermöglichen. Ich hab's ja selbst... Als ob die Zuschauer so per se schuld daran sind. Das ist so schwierig, da ist niemand richtig schuld dran, würde ich sagen, oder? Das ist doch, keine Ahnung. ...selbst miterlebt. Die Feindschaft, die einem teilweise... Twitch halt, auch Twitch ist daran am wenigsten schuld. Also Twitch ja ganz sicher nicht so. Aber es ist einfach true. So. Wenn ich das wieder nur auf die Nintendo-Nische beziehe, weil ich mich mit dem Gaming-Markt nicht auskenne. Aber wenn ich mich mit dem Nintendo-Markt beschäftige, was haben wir für geile Spiele gekriegt letztes Jahr? Switch Sports? Toll. Hat man für 3 Tage gespielt, dann hat es niemanden mehr gejuckt. Was haben wir noch gekriegt? Mario Football-Scheiße wieder. Hat nach nicht mal einer Woche niemanden mehr gejuckt, weil der Online-Modus kompletter Müll war oder irgendwas, weil es einfach scheiße ist so. Und nicht mal. Kirby und das vergessene Land war echt gut. Ja, aber auch da, ich hab mich nicht mehr damit auseinandergesetzt, als es released wurde. Und ist es jetzt meine Schuld? So, keine Ahnung. Ja, weil ich, wie gesagt, im Gaming-Markt nicht viel zu tun habe, aber irgendwie, es interessiert ja auch insgesamt keine breite Masse so. Und weiterhin gucken trotzdem alle Mario Odyssey Hide and Seek oder BOTW-Mods so. Kann ich BOTW mit den Bedingungen unter den Bedingungen durchspielen so? Jetzt langsam geht es auch zurück. Aber wahrscheinlich eben, weil TOTK in nicht mal 3 Wochen released wird. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt so, wer kann da jetzt was für? Keine Ahnung so. In den Kopf geworfen wird, weil man etwas... TOTK wurde verschoben, ja, Mann. ...und über etwas reden möchte, was sie, jetzt kommt's, nicht kennen, ist unglaublich. Ich verstehe gar nicht, woher das kommt, weil als Jugendlicher habe ich es damals geliebt, Reviews und Let's Plays von Spielen zu sehen, die rauskamen, bevor ich überhaupt geboren war. Weil ich es großartig fand, so viel Neues und so viele neue Spiele kennenzulernen, ohne mir die Mühe machen zu müssen, sie selbst rauszusuchen. Aber oh boy, spiel bloß keinen weltweit bekannten und einflussreichen Klassiker aus den späten 90ern, über den du viel zu erzählen hast, oder Leute werden dich darauf aufmerksam machen, dass das Spiel alt sei und damit schlecht. Das ist jetzt kein Aufruf von wegen, hey, spiel doch mal alte Spiele, schließt die PS1 an, werdet Retro-Gamer. Aber mal etwas auszuprobieren oder kennenlernen zu wollen, von dem man vorher noch nie gehört hat oder von dem man immer dachte, dass es nichts für einen ist, hat zumindest mir sehr geholfen. Hat mir viele neue und noch... Was hat das eigentlich mit Hi-Fi Rush zu tun? Ging in den ersten 4 Minuten um Hi-Fi Rush und danach nur noch ging es um AAA-Gaming. ...Titel gezeigt, die ich mag und auf die ich mich freue.
Wenn ihr irgendetwas Cooles entdeckt, redet darüber, streamt es, macht eure erste Review für YouTube. Es gibt so viel mehr Spiele, die eine Bühne verdient hätten. Wenn euch Klicks egal sind, ja. Nein, das ist halt Real Talk so. Ja, er hat ja recht so. Aber das ist halt das Problem. Die Zuschauerschaft für sowas ist halt einfach viel, viel geringer. Retro ist Giga-Chat, ja, für mich halt nicht. Ich kann damit auch nicht so viel anfangen. Auch nur mit den paar Retro-Games in Anführungsstrichen, die ich halt gespielt habe, so. Aber ich tue mir auch super, super schwer, irgendwelche Retro-Games anzufangen. Selbst die Donkey Kong-Teile, selbst Donkey Kong Country 1 bis 3, I'm sorry. Ich würde gerne, weil ich weiß, die sind gute Spiele, aber ich tue mir super schwer damit irgendwie. Ehrlich gesagt, ging das Video in eine ganz andere Richtung, als ich eigentlich wollte. Ging das Video, Bro? Es geht noch 4 Minuten. Ein Gedanke noch. Es gab mal ein Interview mit Arkane-Gründer Rafael Colantonio, in dem er sagte, dass das Interesse, Videospiele zu machen, immer noch da sei, aber garantiert nicht in AAA, wo 90% deiner Arbeit da reinfließt, dass die Füße von NPCs nicht über den Boden schlittern. Und das hatte ich so ein bisschen gefühlt. Unter anderem, weil ich selbst der Typ bin, der sich genau darüber beschwert hätte. Retro-Zelda-Games, wie gesagt, ich habe nur Ocarina of Time gespielt und auch da nur das Remake auf dem 3DS, was halt für mich trotzdem Retro ist. I'm sorry. Ich habe ja nie alte Spiele gespielt. Ich habe höchstens Mario World mal gespielt. Aber auch das ist. Oh, wir müssen mal Mario World spielen irgendwann. Wir müssen echt mal irgendwann Mario World spielen. Ja. Keine Ahnung. Das ist schwierig. Nee, ich tue mir echt übertrieben schwer damit, weil es halt nicht meine Zeit ist. Ich bin nie mit den Konsolen groß geworden und so. Und keine Ahnung. Für mich ist halt Retro Mario Kart Wii irgendwie. Weil das waren so meine ersten Games mehr oder weniger. Und das ist halt. Ja, ist auch alt natürlich heute, aber trotzdem. Das ist ja nicht Retro. Also, es ist einfach trotzdem. Sieht ja alles schick aus. Und das ist, ne. Das hatte ich so ein bisschen gefühlt. Unter anderem, weil ich selbst der Typ bin, der sich genau darüber beschwert hätte und es in Zukunft bestimmt auch noch machen wird, aber ja, ein Spiel, was eine einzigartige Erfahrung bietet, eine Stimmung hat oder etwas erzählt, was du nur in diesem Werk finden kannst, sollte eigentlich wichtiger sein als ein perfekt polished Produkt, was dann aber alles andere safe spielt. Mein Problem waren ja vor allem immer die Spiele, die nicht interessant waren, die kaum eine eigene Identität hatten und selbst das dann nicht hinbekommen haben. Siehe dafür einfach die letzten 10 Jahre alte Fear Games oder so. Es gibt da draußen so viele coole Nischen, teilweise mit richtig vielen Fans, die dann aber übergangen werden, weil es sich finanziell einfach nicht lohnen würde, etwas zu machen, was am Ende nur erfolgreich, aber nicht massiv erfolgreich wäre. Und das Geld, was man investieren müsste für ein modernes Erlebnis, lohnt sich woanders eben mehr, weshalb es all deine alten Lieblingsgenres aktuell nicht mehr gibt. Und ich denke mir, dass allein deshalb. Aber eben auch wegen solchen Kleinigkeiten wie Crunch, unterbezahlten Mitarbeitern, die als ersetzbar gefeuert werden, immer häufiger unfertigen Spielen zu Release, fucking Service-Titeln und Microtransactions, die jetzt auch nicht unter den Tisch zu kehren sind, große Studios wieder kleinere, günstigere Spiele machen sollten, die dafür nicht Ewigkeiten in der Entwicklung sind, weshalb sie aber auch wieder Risiken eingehen und einen klaren Fokus haben dürfen, statt immer gleichermaßen alle ansprechen zu müssen, um überhaupt existieren zu dürfen. Ein sehr komplizierter Satz für eine eigentlich ziemlich simple Bitte. Und auch wenn es nicht das 100% perfekte Beispiel dafür sein mag, hat Hi-Fi Rush gezeigt, dass sowas tatsächlich immer noch möglich wäre und gut ankommen kann, wenn man denn nur will. Auf eine seltsam befreiende Weise war dieses Video auch, naja, so eine Art Aufarbeitung für mich. Die letzten Jahre über habe ich mich immer häufiger genötigt gefühlt, mich rechtfertigen zu müssen, Spiele zu mögen, die weniger sind, deren Reiz darin liegt, dass sie aus dem, was sie sein wollen, lieber das... Zum Beispiel in so einem Park um eine Parkbank rumlaufen. Ist auch mal was anderes. Meister rausholen, statt ein großer, perfekt produzierter Epos sein zu müssen. Sowas hier spricht mich einfach null an. Ey, God of War, ohne Scheiß, ich will God of War spielen. Ich hab God of War, ist gar nicht, ich weiß, es kommt jetzt voll überraschend wahrscheinlich, aber ich will irgendwie God of War spielen. Ich hab ultra Bock darauf, glaube ich. Ich weiß nicht so richtig. Produzierter Epos sein zu müssen. Sowas hier spricht mich einfach null an. Weil da gab es auch die ganzen Kritiken nicht. Weil ich es verstanden habe, war das einfach ein krasses Banger-Spiel von vorne bis hinten. Und irgendwie sehe ich mich da einfach. Tut mir leid. Und es dauerte bis jetzt, bis zu diesem Video, um zu merken, dass ich viele Spiele, die ich mag, gerade deshalb mag, statt sie trotz dessen mögen zu können. Dass es keine Ausnahmen waren, sondern das Muster. Und wisst ihr was? Das ist völlig okay. Vielleicht bin ich auch einfach nur müde, sehr, sehr müde und brauche noch ein bisschen, bis dem nicht mehr so ist. Aber selbst das wäre okay. Denn solche Spiele sind mir aktuell deutlich lieber als eine sich immer weiter aufblähende AAA-Bubble, die irgendwann durch sich selbst platzen würde. Und das hat mir ausgerechnet ein Bethesda-Spiel gezeigt. So, das ist ein Intro, bitte. Hui, das wurde nun persönlicher. Er kommt jetzt das dritte Outro einfach in diesem Video. Anfangs gedacht, naja, falls irgendeins der Spiele, die ich in diesem Video gezeigt habe, irgendwie interessant aussah, probiert sie vielleicht mal aus, vielleicht sind sie ja genau euer Ding. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr mich eventuell sogar unterstützen wollt, dann möchte ich euch auf meinen Patreon-Account aufmerksam machen. Dort gibt es für Supporter neue Videos immer einige Stunden bis einige Tage vor allen anderen zu sehen, sowie Dankeschön. Gutes Video. Sehr gutes Video tatsächlich. Seven, danke für diese Einreichung, es hat mir gefallen.